So, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Super Mario Odyssey. Ich habe aus Versehen die Hand bewegt, weil ich meinen Stuhl zurechtgeschoben habe. Das kann ja mal passieren. Beim letzten Mal haben wir diese Metroid oder was auch immer besiegt. Und ja, jetzt ist wieder schönes Wetter hier in der Stadt und es sind Menschen hier und die Musik. Voll gut. Gut, die Musik hier ist eigentlich immer voll gut bis jetzt. So, gucken wir uns mal um. Ah, da steht die Olle. Pauline. Meiner wäre mir der Name entfallen. Da ist ein Mond. Wie zum Teufel komme ich denn auf diesen Turm? Da sind noch diese Münzen. Schade, dass man sich keine Markierung auf der Karte setzen kann. Wobei andererseits vielleicht auch ganz gut so, weil sonst würde ich ja nur noch auf die Karte gucken, so wie ich es bei Zelda auch gemacht habe. Da sind Münzen. Naja, die brauche ich jetzt nicht so dringend, dass ich mir die holen müsste. Die Lila-Münzen habe ich schon gesehen. Ich werde die jetzt erstmal ignorieren und einfach die mitnehmen, die mir auf dem Weg begegnen. Da hinten sind auch nochmal welche. Also gut, warte mal, zusammenfassend. Da hinten sind welche auf dem Dach, da sind welche auf dem Schild, da sind welche auf dem anderen Schild, da sind welche auf dem Dach. Ich glaube, das waren alle, die man von hier aus sehen kann, oder? Da oben ist noch ein Mond. Da ist... Ich dachte erst, das wäre ein Hydrant. Da ist mir aufgefallen, oh, das ist glaube ich ein Musiker. Naja, fast dasselbe. Na gut, wie komme ich so? Komme ich hier raus? Die Steuerung, war kurz verwirrt. Kann ich ein Taxi übernehmen? Gib mir das Taxi. Oh, kein Taxi für mich, okay. Kann ich dich übernehmen? Auch nicht. Kann ich jetzt halt springen? Moment, hier gibt's einen Highscore? Ja? Ja? Oh, das geht wahrscheinlich wieder nicht. Ja, war ja klar. Na komm, das machen wir jetzt nicht. Ja, komm, lass bleiben. Abbrechen. Ja, danke, okay. Ach, verdammt, wie? Na komm, gut, lassen wir das. Da ist wieder der komische Vogel. Sind das Nüsse? Halten. Halten. Hey, hallo. Willst du eine Haselnuss? Nein? Okay, das interessiert ihn überhaupt nicht. Der hat noch einmal Au gesagt und dann hat er das bleiben lassen. Puh, puh. Was zum? Voll auf die Windschutzscheibe. Und auf die Motorhaube. Na gut. Wie gut. Ah, noch ein Musiker. Ich dachte gerade, wo kommt die Musik her? An der frischen Luft spielen geht. Ich glaube, das hat sie nicht ganz so gemeint. Ist aber auch gut. Ich wollte gerade schon sagen, da gucken ja nur Frauen zu, aber da sitzt noch einer am Rand. Oder hören zu. Was steht hier? Under Construction, New Donk City. Na? Kann ich das nicht angucken? Nein, kann ich nicht. Okay. Oh, war da hinten? War da? Nein. Ach, da war der Hutladen. Ah, so sah das. Okay, hä? Das sah vorhin noch ganz anders aus. Oh. Das geht nicht, okay. Darf ich? Darf ich auch? Hm. Oh, ah? Hä? Wie? Ah, das hier ist der Treffpunkt für echte Fans von RC-Autos. Du musst erst dein Können beweisen, bevor du hier rein darfst. Ja, ich würde doch gern. Steht da, wie kommt der Abfilale? Ja, toll. Zum Glück wird die Stromleitung repariert. Puh, das ist schwer. Ja, ich will. Ich will. Lass mich. Lol. Damit hatte ich jetzt nicht gerechnet. Ah, ich kann... Ah, okay. Ich verstehe. Oh, holy shit, wieso? Wow. Was? Hä? Wieso? Hat links und rechts so einen riesen Einfluss, aber vorwärts... andersrum. Wieso hat vorwärts und rückwärts so einen riesen Einfluss, aber links und rechts kaum? Das macht wahrscheinlich den Schwierigkeitsgrad aus. Äh?
Moment. Das ist wirklich nicht so leicht. Ich fahre jetzt rückwärts daran. Und spring dem Mann mal kurz aus dem Kopf. Okay, reicht. Puh. Fährt er eigentlich die ganze Zeit nur vorwärts und rückwärts? Der fährt die ganze Zeit nur vorwärts und rückwärts. Ich glaub's ja nicht. Ach, jetzt darf ich da rein. Deine Leidenschaft für die Funksteuerung ist nicht zu übersehen. Hereinspaziert. So ungefähr hört sich das an, wenn die sprechen. Okay. Oh, wie gut. Darf ich? Ah. Wo bin ich denn? Kann mir mal jemand sagen, wo ich starte? Ach, da. Ich bin perfekt unterwegs. Okay, das ist deutlich leichter als das eben, hätte ich gesagt. Autsch. Trotzdem ist die Steuerung nicht ganz intuitiv, weil man kann ja, ich weiß nicht, ihr kriegt es ja nicht direkt mit, aber ich kann ja nur, ich gebe ja mit dem linken Analogstick Gas, vorwärts, rückwärts und mit dem rechten Analogstick lenke ich links, rechts, aber nicht aus meiner Perspektive, sondern aus der Perspektive vom Auto. Neuer Rekord, beste Runde. Ist jetzt gut oder schlecht? Oh, das war schon mal gut genug. Ich hatte gerade schon wieder kurz das Verlangen, da nachzugucken, wie es mit der besten Runde aussieht. So, machen wir nochmal. Mal gucken, ob ich schneller bin diesmal. Das lässt sich deutlich schneller steuern als das draußen auf jeden Fall. Hey, das läuft deutlich besser als eben. Gut, immer noch nicht so toll, aber schon besser als eben. Wie lade ich vorher? Kann ich gerade nicht einsehen scheinbar. Na gut. Kann ich auch über die Strecke rennen? Nein, kann ich nicht, da ist Glaskasten. Aber, Moment. Ich kann den Glaskasten doch bestimmt austricksen, oder? Und wie sieht's hier aus? Moment, das kriege ich hin. Wenn das überhaupt möglich ist. Na, kannst du... Wieso ist er nicht abgesprungen? Na gut, dann versuch's mal hier am Rand. Nein, das war nicht das, was ich wollte. So, nochmal. Ich glaube, das geht gar nicht. Na gut. Gehen wir wieder raus hier. Das war witzig. Kann ich? Oh, ich dachte schon, ich könnte die vielleicht plätten. Na gut. Ist das eine Ratte? Das war, glaube ich, eine Ratte. Was ist das hier? Was? Ich habe nicht gerade ernsthaft die Kontrolle über den Gullideckel übernommen. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Ich falle immer noch? Oh. Oh lol. Wie gut? Ui! Dosen! Hä? Ah! Oh, wie gut! Das ist genau mein Fall. Ich liebe sowas. Ach, Moment. Okay. Moment, halt, stopp. Das machen wir so. Ach, komm, weg mit dir. So. Jetzt das Ding einmal nach... Nein, nicht das da. Das da einmal nach links drehen. Danke. So, das war der Plan. Der Plan, Bob, der Plan. Aha. Oh, ich sehe da unten einen Mond. Frage ist, wie komme ich da hin? Komme ich hier irgendwie über die Wand? Gibt es hier irgendwie noch einen Weg nach unten? Moment, kann ich die auch drehen? Nee, ich kann nur die gelben drehen, oder? Na gut, wollen wir rechts sein. Nein, falsche Richtung. Na, so geht's auch. So, wie komme ich da runter?
Das ist ringsrum mit Glaskästen versehen. Ich muss wahrscheinlich oben drauf. Klingt logisch. So, wo ist da der letzte? Na, spring da. Hallo? Ich glaube, ich kann auch einfach drauf rennen, oder? So. Sehr gut. Komme ich hier einfach wieder zurück? Ich kann die Dinge nicht drehen. Na gut. Naja, es geht. Ist jetzt nicht so aufwendig, da zurückzukommen. Sehr schön, im rotierenden Labyrinth. So, jetzt muss ich da drauf. Genauso. Die Geräuschkulisse ist wohl gut. Ja, fallen lassen. Sehr gut. Einmal drehen, dass ich was sehen kann. Ja, das war nicht weit genug gedreht. Hinter dem rotierenden Labyrinth. Hui. So. Das war's scheinbar hier. Kommen wir jetzt aus dem Abfluss wieder raus, also aus dem Kanal. Ja. Wie gut. Ja, nee, ich komme daneben raus. Betrug. Lug und Betrug. Und wieso ist ringsum die Stadt eigentlich ein Abgrund? Na, nein. Ach, Mist. So, ich wollte noch den Mond. Dann habe ich ja wieder alles, was es für Münzen gibt, glaube ich. Okay. Oh, Dog. Das wollte ich auch gerade sagen. Okay. Ich würde mal sagen, Richtung Pauline oder die Stromleitung hoch. Ich würde mal sagen, das sind ganz schön unsichere Stromleitungen. Okay, vielleicht will ich mal nach da oben noch irgendwie. Wie komme ich da hoch? Verdammt. Naja, gut genug. So. Alles meins. Hier komme ich doch. So, und... Nein. Du schaffst das, Mario. Ich glaube ganz fest an dich. Sonst tut's ja keiner. Okay. Und hoch. Und da oben müsste jetzt ein Mond sein. Nein! Holy shit. Was? Was zum... Was? Ach, voll gut. Verdammt, hier war kein Mond. Hm, hier war nur ein komischer Hügel. Ja, ist klar. Okay. Was auch immer. Das war völlig beabsichtigt und überhaupt nicht aus Versehen. Da steht wieder ein Musiker. Danach, Dachkonzerte sind genial. Danach Konzerte. Schade, dass mich hier niemand hören kann. Du spielst kein Konzert, du spielst fucking Tonleitern. Du spielst immer noch Tonleitern, das ist kein Konzert. Vielleicht üben. Aber doch nicht mal, wow, nicht mal für ein Konzert, sondern einfach nur so, generell. So generell. Gut, ich wollte gerade schon sagen, ich habe etwas die Orientierung verloren, aber ich bin richtig. Was Redley Street und Rambi Street. New Donk City Rathaus Vorplatz. Was zum Geier? An diesem Ort übe ich am liebsten. Die Aussicht ist einfach genial. Okay. Na gut, sprechen wir Pauline mal an. Hi, New Donk City bedeutet mir alles. Ich kann dir gar nicht genug für deine Hilfe danken. Du musst unbedingt zu mir vorstellen, für ein Festival kommen. Ich möchte dir und der Stadt gerne meine Dankbarkeit in mit einer kleinen Überraschung zeigen. Meinst du, du könntest 4 Musiker für mich auftreiben? Ja. Ach, ich krieg für jeden Mond? Ah, das ist gut. Ein Mond für dich. Der Schlagzeuger ist dabei. Vielleicht soll ich lesen, was die sagen. Was? Wunderbar, du hast schon einen der Musiker gefunden. Vielen Dank. Jetzt fehlen nur noch 3 weitere für das Festival. Wenn du noch andere Kandidaten triffst, sprich sie bitte einfach an. Hey, ich bin auch Teil der Performance.
So. Wo waren sie jetzt wieder? Fuck. Ah, ich habe den Trompeter wieder gehört. Der war auf dem Dach, aber wie komme ich jetzt da hin? Okay, erstmal. Weißt du? Erstmal, da leuchtet es komisch. Das sind jetzt aber nicht die Musiker, oder? Das wäre jetzt schon sehr billig. Was zum Geier? Wieso ist die Stadt eigentlich irgendwie im Meer gebaut? Und dann auch noch so weit oben? Das sind doch die Musiker. Och, komm schon, Spiel. Das ist billig. Wenn man es so sieht, könnte man fast Mitleid bekommen. Aber nur fast. Ah. Hahaha. Hat das Ding sogar 4 Monde dabei. Versteckt im Schrott. Oh yeah, der spielt gut Bass. Der spielt auch nicht besonders viel. Wie Mario mittanzt. Voll gut. Die Füße. Ja, keine Sorge, natürlich habe ich das gesehen. Ups. Warum das trübe Gesicht, Kumpel? Kann ich was für dich tun? Aha, so, so, die Bürgermeisterin, also die Bürgermeisterin ist ganz schön gewitzt, verschwitzt. Egal, ich bin jedenfalls jederzeit bereit. Gehen wir. Yay! Der Bassist ist dabei. Die Rhythmusgruppe hätten wir beisammen. Und es werden immer Menschen hier drin, oder? Ah, okay, jetzt brauchen wir noch Solisten. Ja, oder vielleicht noch ein bisschen mehr Rhythmus. Hatten wir nicht einen Gitarrist hier rumstehen? Na, also einer spielt auf jeden Fall Trompete. So, was spielte der da hinten irgendwo? Gitarre. Na gut, so eine Mischung aus Rhythmus und Melodie. Ja, Kumpel, alles fit? Willst du ein Autogramm? Ach, ich hab schon von dir gehört. Du suchst nach Musikern, die mit der Bürgermeisterin auf dem Festival auftreten? Habe ich das richtig verstanden? Die Bezahlung ist für so eine Veranstaltung nicht zu verachten. Das hast du nicht gehört, ja? Ich bin dabei. Yay! Der Gitarrist ist dabei. Das klingt schon nicht schlecht. Hui! So, jetzt brauchen wir noch den Solo-Posaunisten. Trompetisten. Bin mir sicher, so heißt das. Wo zum... Der war da oben auf dem Dach. Ich komme jetzt auf dieses Dach. So, hier hoch ist schon mal nicht schlecht. Wenn ich da hochkomme. Verdammt. Beinahe, kann ich da aufs Geländer stehen? Ah, das könnte funktionieren. Das funktioniert. Sehr gut. Nein! Ach, verdammt, falsche Richtung. So, das war der Plan. So, jetzt komme ich doch von hier aus bestimmt weiter nach oben. Hier kann ich mich wieder nach oben schnipsen. Ui! Warte mal, funktioniert das? Wie funktioniert das denn mit der Bewegungssteuerung? Klappt das gut? Ja. Ja, es hat auf jeden Fall erkannt, dass ich nach oben wollte. Kann ich mich jetzt zum Beispiel nach links schnipsen? Nein. Das geht aber so. Nein, mit der Bewegungssteuerung geht es immer nur in die vorhergesehene Richtung. Ja gut, das ist jetzt nicht gerade ein Nachteil, aber es nimmt ein bisschen die Spannung. Ich glaube, ich muss darüber. Nein, Super Mario, das hast du... Also, Super Mario. Ja, daher kommt der Name, wenn er mal wieder nichts gebacken kriegt. So. Wie kam ich hier nach oben? Da, so kam ich nach oben. So, und dann ging es da von oben aus weiter. Das war jetzt aber nicht ganz richtig. Verdammt. Okay, die Bewegungssteuerung funktioniert doch nicht immer so, wie ich gedacht habe.
Es gibt hier scheinbar auch mehrere Möglichkeiten. Ich hätte nicht einfach schütteln sollen. Ja. Hoch da. Umzugskartons? Jetzt nicht mehr. Ich habe einfach die gesamten Möbel von dem Besitzer hier einfach runtergekippt. Mario ist schon ein Arsch. So. Das versuchen wir nochmal. Da hinten ist der Trompeter. Ups. Vielleicht hätte ich vorher gucken sollen, wenn ich über die Straße gehe. Ah, das funktioniert auch. So. Und wieder da hoch. Kannst du jetzt nicht auch so ein Schnittding noch irgendwo? Nein? Ich habe aber gerade eben eins gesehen. Von oben. Oder nicht? Achso, ja, das war im anderen Gebäude. In welchem Gebäude war das? Das war da unten, doch. Naja. Ah, so komme ich da auch hoch. So, jetzt die richtige Richtung. Halt, stopp. Wie komme ich hier? Okay, gut. Aha, sehr gut. So funktioniert das. So, Trompeter. Ich frage mich, ob es hier noch mehr Musiker gibt oder nur die vier. Was führt dich den weiten Weg hierher? Hm, die Bürgermeisterin? Verstehe, so ist das also. Danke für die Einladung. Es ist mir eine Ehre, am Festival mitzuwirken. Ja. Der Trompeter ist dabei. Habe ich gerade eben wieder Posaune gesagt? Bin mir sicher. Ah. Der Trompeter spielt sogar mehrstimmig. Wie macht er das? Du bist umwerfen. Du bist umwerfen. Du hast alle Musiker, die wir benötigen, zusammengetrommelt. Danke. Leider hat sich ein neues Problem aufgetan. Das unterirdische Stromkraftwerk funktioniert nicht. Ohne Strom können wir kein Festival veranstalten. Du kennst dich nicht zufällig mit Stromkabeln aus. Wo zum Teufel habt ihr den Strom für das da oben her, wenn ihr keinen Strom habt? Mit Stromarbeiten aus, oder? Ich studiere Elektrotechnik. Reicht das? Man kann nicht oft genug betonen, dass das nicht bedeutet, dass man Elektriker ist. Wie es irgendwie sehr viele Menschen annehmen immer gleich. Nein, ich kann keine Stromkabel verlegen. Beeindruckend, dein Kunststück. Eben, Hut ab. Wie lange das immer dauert. Mario fällt erstmal ins Nichts. Stromkraftwerk im Untergrund. Nice, da steht jemand, der Angst hat vor Piranha-Pflanzen, wie mir scheint. Wieso kann ich die Kamera hier nicht drehen? Habe ich hier nicht eben was gesehen? Da! Nein, danke Mario, das war nötig. Das war alles. Moment. Ich renne noch mal ein Stück weiter. Hier kann ich die Kamera noch drehen. Ah, das war scheinbar wirklich nahezu alles. Hier ist noch mal ein bisschen was. Das sind auch nur zwei Münzen. 3, 4. Toll. Das lohnt sich ja richtig. Naja. Wo komme ich jetzt raus? Yes. Da will ich doch gar nicht hin. Ich will doch ins Stromkraftwerk. Ist aber cool hier. Gefällt mir. Die haben echt einen riesigen Untergrund hier. Ah. Was? Mist. Gott, ja gut, ich dachte schon, das hört jetzt vielleicht irgendwann auf sich zu drehen. Das wäre ungünstig. Ja, so viel dazu. Geht doch. Autsch. So. Kann ich das Ding jetzt drehen? Nö. Okay, dann nicht. Ich finde die Geräusche auch immer noch super. Wenn Mario hier das Zeug aufwischt. Quietschi, quietschi, quietschi. So.
Na, hoch mit dir. Ha, ihr habt keine Chance gegen Super Mario. Oder Super Mario, je nachdem. Gegen den wahrscheinlich auch nicht. Okay. Das war knapp. Hä, was zum... Wieso sind da jetzt Münzen auf den Boden gefallen? Komisch. Ach du Heilige. Ach du... Ah, oh, da geht's weiter. Komm ich da? Na, so geht doch. Aha. Deswegen konnte ich nicht nach da oben gucken. Da unten. Wo kommt jetzt schon hier die Münze daher? Schatz in der Kanalisation. Mein Schatz. Das war knapp. Bleibt. Hä? Fallen die Münzen von oben runter oder was ist das? Ah. Was zum. Wieso? Wie? Teleportierst du dich? Ich sehe ganz gerne selbst nach, was in meiner Stadt so vor sich geht. Das schließt auch das Stromkraftwerk mit ein. Ich bin keine Hexe. Nein, nein. Die Freunde von diesem Ungeheuer haben es also bis hier runter geschafft. Wie viel Zeit habe ich denn noch? Oh ja, 3 Minuten, das reicht für die Viecher. Autsch. Nein. Sag mal. Fuck. Okay, das versuchen wir nochmal. Ach, die kann ich mir wieder einsammeln. So. So, was hat er gerade gesagt? Mit dieser Pflanze. Mit diesen Pflanzen im Werk kriegen wir die Strom. Das Stromkraftwerk. Ne, mit diesen Pflanzen im Weg kriegen wir das Stromkraftwerk nicht zum Laufen. Ja, das kann schon mal passieren. Du hast nicht zufällig Unkrautvernichter dabei oder sowas. Ja, sowas ähnliches. Ich habe eine Mütze. Ich habe einen Gangsterhut. Reicht das? Ha. New Donk City Power. Da flog Cappy gerade so halb durchs Bild. Soft plus Kraftwerk. Okay. Warum? Naja, whatever. Sie feiern mich. Mit ruckligen Armen. So, ja gut. Ich spreche jetzt nicht nochmal an. Ja, sie feiert mich auch. Jetzt funktioniert's endlich. Was? 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 Die betreiben ihr Kraftwerk mit Powermonden? Wo haben die alle her? Wundervoll, Mario. Wundervoll. Du bist ein Klempner mit vielen Talenten. Herzlichen Dank. Nun steht dem Festival nichts mehr im Weg. Jetzt können wir endlich das Festival eröffnen. Die Party kann beginnen. Oh, hey, würdest du uns die Freude machen und an unserem Festival teilnehmen? Ja, klar. Yes. Yes. Fantastisch. Ich kann es nicht abwarten, mit dir das Tanzbein zu schwingen. Wie will die mit ihm tanzen? Der ist nur halb so groß wie sie. Ein traditionelles Festival. Oh, Moment. Ich glaube, ich mach das mal lauter. Oh yeah. Das geht voll ab. Die Frage ist, hört man mich jetzt noch? Also laut Pegel bin ich noch ein bisschen lauter als die Musik, aber ich mach die gleich wieder leiser. Aber jetzt hör ich erst noch ein bisschen zu.
Oh yeah! Oh, das Spiel ist so gut. Die Musik. Spring, Kumpel, spring! Super! Boah, sag so. Und das mit vier Musikern. Ich glaub's auch. Aber das Lied macht voll gute Laune. Oh, hier ist nichts. Na gut. Nein! Fuck. Das war nicht so geplant. Moment, ich komme von links. Wie gut einfach. Ja, ist klar. Ach du Heilige. Oh Gott. Ich weiß gar nicht, dass es so widersprochen hat. Oder wiederholt ihr das ab irgendeinem Punkt einfach nur noch. Und ich hab's verpeilt. Ansprung gibt's immer noch nicht, verdammt. Oh yeah. Jetzt geht's aber ab. Halt, oh, oh fuck. Ja, das hat erst einmal gut funktioniert. Ich bin ja voll am Abgehen. Man sieht's nur nicht. Das ist jetzt sehr schade, dass man das nicht sieht. Donkey Kong. Ja, das ist voll im Donkey Kong-Style hier. Nein, nein, verdammt. Ich weiß, dass die Folge eigentlich schon längst vorbei ist, aber ich kann nicht mehr aufhören. Spring da hoch, Mario. Verdammt. Andere Physik als im 2D-Teil. Ich komme nicht mehr mit. Okay. Ich da oben steht echt Donkey Kong. Da hat man auch glaube ich, zum Teil die Geräusche aus dem Spiel gehört. Mist. Kann ich das fast kaputt machen? Nein. Ja, ich stelle mich schon ein bisschen jetzt. Okay. Na gut, dann sehen wir uns halt beim nächsten Mal wieder an dieser Stelle. Bis dahin. Tschüss.